Dann gehen wir mal auf G. Einmal die Gruppen. Hallo und herzlich willkommen zur 184. Folge Space Engineers. So, packen wir hier auch nochmal was rein. Damit beide laufen. Umso schneller wird zwar Uran leer, aber umso schneller sind auch die Batterien voll. Ja, Energie wird geladen, das funktioniert. Unser Sauerstoff wird auch aufgeladen. Das funktioniert auch. Sehr schön. Ja, wir brauchen Gyroskope. Fünf Stück, ich denke mal, die sollten reichen. Auf jeden Fall brauchen wir Stahlplatten. Und große Stahlrohre. Dann brauchen wir diese, nein, nicht die, auch nicht die, auch nicht die, Sensor auch nicht, da, Kommunikation, brauchen wir auch ein paar von, weil wir müssen noch eine Antenne bauen. Das Ding muss ja schließlich irgendwie ortbar sein. Gut, die sind alle fertig, die Antenne ist auch fertig. Gut. Fettflieger. Gut. Als nächstes brauchen wir Triebwerke. So, und zwar nach unten gerichtet, zwei große, auch wenn das nur so ein kleines Ding ist. Aber trotzdem will ich hier zwei große haben. Nach hinten gerichtet. Zwei große. Ah.
Wenn wir nach unten zwei große haben, nehmen wir nach oben auch zwei große. Ich will jetzt ausgeglichen haben. So, und wir haben nach hinten zwei große, dann nehmen wir nach vorne auch zwei große. So, was jetzt noch fehlt, ist rechts und links. So, nach vorne, nach oben, nach unten, nach hinten. Drei kleine zu jeder Seite. Oben, unten, rechts, links. Und jetzt geht's ans Schweißen. Stahlplatte und Herstellung. Stahlplatte, Herstellung. Und davon ein paar. Okay, nach oben, nach unten, nach vorne haben wir. Was jetzt noch fehlt, sind die Stahlrohre. Die großen Stahlrohre. Wo haben wir sie? Hier. Große Stahlrohre. Wieder große Stahlrohre. Okay, Triebwerkskomponenten, alles andere müssten wir haben.
Ja. Gut, sieht zwar komisch aus, das Ding, wie bei mir eigentlich alle Flieger, aber ich denke mal, ist zweckmäßig. So. So, das packen wir erstmal hier rein. Ich will auf jeden Fall genug Material mitnehmen, selbst wenn es dann schief geht. Der packt da so langsam jetzt in die Generatoren um, macht aber nichts, das ist in Ordnung. So, dass wir genug Sauerstoff haben erstmal.
100 reicht, glaube ich, für einen kleinen Reaktor. Den können wir dann ja erstmal bauen und ein paar Solarzellen und ein paar Batterien und ja. So, das sollte dann erstmal reichen für die. Für die Dings, sag schon. Für die Krankenstation, denn die brauchen wir auch. Ein kleiner Generator. Ein bisschen Batterie. So. Davon brauchen wir was. Davon brauchen wir was. Dicke Rohre brauchen wir. Gitterrüsten brauchen wir auch ein paar. Anfang ein Generator, ein Container, eine Raffinerie und eine Montageanlage. Das sind eigentlich die Sachen, die wir von Anfang an brauchen. Alles andere und ja, und eben so ein bisschen Grundgerüst. Aber ansonsten können wir, wenn wir das haben, können wir uns eigentlich alles andere bauen. Ja, ein paar Solarzellen brauchen wir. Anzeigen und Glas, haben wir das schon? Ja, haben wir schon. So, Reserveflaschen erstmal. Die werden automatisch auch wieder gefüllt. Ja, weil die gehen ja da rein. Die packen wir auch direkt komplett da rein. So, was brauchen wir noch? Träger. Ein paar Träger. Gut. ...120 Energiezellen, Stahlrohrherstellung, Stahlplatte. Ups. ...154, ja, immer ein paar mehr, okay. Dann Solarzellen, 8. Brauchen wir 64, haben wir, der Rest ist Kleinkram. Stahlrohrherstellung, Stahlplatte haben wir auch. So. Interne Panzerung haben wir, Medizinkomponenten haben wir.
Interne Herstellung. Metallgerüst haben wir auch so ein bisschen. Kleines und groß. Das haben wir auch alles. Okay, dann brauchen wir Stahlplatten, Rest ist auch nicht viel, haben wir alles. Montageanlage, haben wir auch alles. Ich denke mal, wir sollten mal direkt noch ein paar Stahlplatten. Irgendwie drunter gesessen. Okay. Sollten auf jeden Fall nochmal Stahlplatten mitnehmen. Das ist das, was vielleicht als erstes ausgeht. Ja, ruhig nochmal. Ein unbekanntes Signal und das kommt hier auf uns mehr oder weniger zu. Ja, sehr schön, es wird alles aufgeladen. Auf jeden Fall schon mal keinen Antrieb. Okay, den haben wir zerlegt. Ein Teltag. Oh, der entfernt sich. Ein Frachter auf jeden Fall. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, den zu holen. Mal gucken.
Triebwerke vom Flieger. Verbindung brauchen wir nichts. Ansonsten brauchen wir nichts machen. Batterie. Laden, wenn er was kriegt. Wenn er was braucht. Ja. Gut, das Fahrwerk haben wir auch noch. Dann gehen wir mal auf G. Haben wir die Gruppen. Da sind die Triebwerke. An aus. Fahrwerk. Sperrschalter. Verbinder. Sperrschalter. Jo, das war's schon. Mehr brauchen wir nicht. Okay, da ist der Mars. Ey, ich glaub das nicht. Das ist schon wieder im Eimer, das Ding. Das gibt es doch nicht. Ich glaube es langsam alles nicht mehr. Was ist das für ein Müll? Wieso kann ich auf diesem kleinen Ding mit kaum Anziehungskraft nicht landen? Ich verstehe es nicht.
So, und wieso kann ich hier nichts machen? Also alles ausladen wieder. Da war dann wohl alles, mehr oder weniger, umsonst. Aber ich stelle fest, wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.